Sportshow wird Ihnen präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sportshow. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Das heute unsere Themen. Bunte Feier, Glanz und Glamour auf der Olympischen Ballnacht. Hessens Sportler des Jahres geehrt. Gute Zeit, Anna Hahner läuft beim Berlin-Marathon neue persönliche Bestleistung. Schlaues Konzept, die TSG Frankfurter Berg hat die Mitgliederzahlen durch Kooperationen verdoppelt. Weltrekord beim Berlin-Marathon. Dennis Kimeto in 2 Stunden, 2 Minuten und 57 Sekunden. Und mittendrin im Marathonspektakel unsere Hessin Anna Hahner. Auch sie unterbot eine Bestzeit, nämlich ihre eigene. In unter 2 Stunden und 27 Minuten beendet Anna Hahner den Berlin-Marathon als beste Deutsche. Die 24-Jährige aus Fulda von den Eindrücken überwältigt. Das Krasse ist, wenn man am Ziel steht und dann weiß, okay, es ist noch nicht mal 11:15 und man hat jetzt einen Marathon gelaufen. Das ist so ein krasses Gefühl, so der ganze Tag liegt noch vor einem, aber man hat das Gefühl, man hat so viel erlebt. Also in einem Marathon erlebt man so viel, so Höhen und Tiefen. Die Konkurrenz für Anna Hahner über die 42 Kilometer war groß, doch besonders in der zweiten Hälfte gab sie Vollgas. Dann habe ich immer gedacht, pushen Anna, bleib dran. Dass wir die Geschwindigkeit halten. Also ich bin davon ausgegangen, wir halten die Geschwindigkeit. Und als ich dann halt kurz vor dem Ziel dann gesehen habe, okay, wir sind die zweite Hälfte schneller gelaufen, das wird eine Zeit unter 2:27, das war bäm, also so ein krasses Gefühl. Und während Dennis Kimeto Weltrekord läuft, wird sicher auch Anna Hahner den Marathon von Berlin nicht so schnell vergessen. Vom Leistungssport kommen wir nun zu unseren Kleinsten. In Zusammenarbeit mit dem Sportkreis Frankfurt stellen wir Ihnen nun ein Nachwuchskonzept im Stadtteil Frankfurter Berg vor. Willkommen zum 9. Teil von Erlebe Sport in Frankfurt. Vereinsarbeit neu erfinden könnte das heutige Motto heißen, denn wir befinden uns nicht in einem Vereinsheim, sondern in der Kindertagesstätte Eddiesburg im Stadtteil Frankfurter Berg. Abseits von Turnhalle und Sportplatz bringt die TSG Frankfurter Berg mit ihren Übungsleitern hier bereits die Kleinsten in Bewegung. Wir bewegen den Berg, heißt dann auch das Konzept des Vereins, und damit ist der Verein nicht nur an Kindertagesstätten, sondern auch noch an Schulen unterwegs. Jeden Montag kommt von der TSG eine Übungsleiterin zu uns in die Einrichtung und macht dann ein einstündiges Angebot, sucht sich dabei Kinder aus allen 3 Kindergartengruppen zusammen und da wird dann Kinderturnen klassisch gemacht mit Geräten, da wird Gymnastik gemacht, da wird gespielt. Es ist einfach ein Angebot, was den Kindern Spaß macht, was die Motorik fördert und ist eigentlich auch sehr angesagt. Also es ist ganz selten, dass mal ein Kind sagt, es hat keine Lust. Und wir finden es natürlich toll, weil es natürlich auch zur Vernetzung hier im Ortsteil beiträgt. Insofern sind wir dankbar dafür. Mit dem Projekt Wir bewegen den Frankfurter Berg wollten wir unseren Sportverein zur Integrationsarbeit öffnen und dies am Frankfurter Berg anbieten. Hierzu sind wir in 4 Kindergärten gegangen und haben dort kostenfreien Sport angeboten. Der Grundgedanke, wir bewegen den Berg, war gewesen, dass wir unsere Übungsleiter dorthin schicken, wo die Kinder sind, also in die Kindergärten, um dort den Spaß am Sport zu vermitteln und im Anschluss dann bei uns im Verein diese sportlichen Tätigkeiten weiter fortführen zu können. Das Programm Integration und Sport unterstützt Vereine, die sich auf dem Weg hin zu einer multikulturellen Gesellschaft innerhalb des Sports bewegen. Wir unterstützen verschiedentlich Projekte von Kindern, Jugendlichen, Frauen
in Form von Beratung, aber auch von finanzieller Unterstützung. Die TSG Frankfurter Berg ist eins von 150 Projekten, die wir hessenweit unterstützen. Die Besonderheit beim Frankfurter Berg ist, dass wir dort eine sehr gute Vernetzung innerhalb der kompletten Struktur des Stadtteils haben. Also die Verbindung zwischen Schule, Kindergarten, Sportverein und sozialen Institutionen vor Ort ist für uns ganz wichtig. Dieses Netzwerk ist das, das dazu führt, dass ein Verein nachhaltig Integrationsarbeit wirklich vorantreiben kann. Das Projekt Frankfurter Berg ist ein sehr gutes Beispiel für gelungene Integrationsarbeit, aber sicherlich nicht eins zu eins übertragbar auf andere Vereine. Hier spielen immer wieder auch die Bedingungen der einzelnen Stadtteile eine Rolle. Aus diesem Grund machen wir eine individuelle Beratung und wir laden gerne weitere Vereine ein, mit uns gemeinsam diesen Weg zu gehen und von uns beraten und unterstützt zu werden. Hier an der Albert-Schweitzer-Schule in Frankfurt haben wir, das heißt der TSG Frankfurter Berg als Verein und die Albert-Schweitzer-Schule als Schule, eine Kooperation mit dem Schulamt und der Sportjugend Hessen, eine Ballsport AG gegründet, die darauf aus ist, den Kindern ein Sportnachmittagsangebot zu bieten und auch gleichzeitig ein bisschen Werbung für unseren Verein zu treiben. Von der Albert-Schweitzer-Schule haben wir schon ein paar Schüler, die sich angemeldet haben am TSG Frankfurter Berg. Vor allen Dingen in der Fußballabteilung, da die sehr groß ist in unserem Verein. Und wir sind natürlich auch noch darauf aus, dieses Angebot ein bisschen auszubauen bzw. den Kindern da auch eine größere Perspektive zu bieten. Das war Erlebesport in Frankfurt mit der TSG Frankfurter Berg und ihrem Konzept Wir bewegen den Berg, mit dem der Verein innerhalb weniger Jahre nicht nur den Stadtteil in Bewegung gebracht hat, sondern auch noch seine Mitgliederzahlen verdoppeln konnte. Mehr Informationen zum Verein, zum Konzept sowie weitere Episoden von Erlebe Sport in Frankfurt gibt es wie immer auf der Internetseite des Sportkreis. Wir verabschieden uns für heute, sagen viel Spaß beim Sporttreiben, bleiben Sie in Bewegung. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind gleich mit folgendem Thema wieder für Sie zurück. Bunte Feier, Glanz und Glamour auf der Olympischen Ballnacht. Hessens Sportler des Jahres geehrt. Gleich im Studio der Präsident des Landessportbundes, Rolf Müller. Gleich geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Jetzt geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Wir sind zurück in der Sportshow. Über 2 Millionen Menschen treiben Sport in den knapp 8000 Vereinen in Hessen. Zwei stolze Zahlen, auf denen mein heutiger Studiogast bestimmt auch stolz ist. Der Präsident des Landessportbundes Hessens, Rolf Müller. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, ist das so, dass man auf die beiden Zahlen schon stolz sein kann? Also wir sind natürlich auf die Zahlen stolz, aber vor allen Dingen sind wir stolz daraus, was in diesen Vereinen Tag für Tag und fast Stunde für Stunde an Angeboten unterbreitet wird für Menschen, die sich bewegen wollen und natürlich auch für Menschen, die sportliche Leistungen zeigen wollen. Das ist eine stolze Zahl. Es gibt keine andere Personenvereinigung in Hessen, die nur annähernd solche Zahlen aufweisen kann. Wie ist denn die Entwicklung des Vereinslebens in Hessen? Die Entwicklung ist ziemlich identisch mit der sogenannten demografischen, also der Bevölkerungsentwicklung in unserem Land. Wir haben eine leichte Verschiebung hin zu älteren Menschen, die jetzt in Vereinen Angebote suchen. Und wir haben gerade in der Klasse der Jugendlichen große Lücken inzwischen, aber das ist auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Wir werden weniger, auf der anderen Seite aber älter und wir werden bunter. Das heißt, wir haben
zunehmend auch die Aufgabe, Menschen mit Migrationshintergrund in die Vereine zu integrieren. Also, und ich glaube, das ist uns in den letzten Jahren insgesamt sehr gut gelungen. Dass das Segment Jugendliche in den Sportvereinen so ein bisschen die Problemzone ist, das ist ja, wenn wir sagen, wo drückt der Schuh bei den hessischen Vereinen, das ist ja ein ganz großer Punkt, auch Stichwort Schule. Ne? Also da nochmal die Frage, wo drückt denn der Schuh am ehesten bei den hessischen Vereinen? Also Sie haben eben ein Stichwort angesprochen, die Entwicklung in unserer Gesellschaft hin zu Ganztagsangeboten oder aber zu Ganztagsschulen hat mächtige Auswirkungen auf das Vereinsleben. Und eine Antwort muss sein, das klingt zunächst mal sehr praktisch und sehr einfach, dass wir von den Vereinen her Kooperationen mit den Schulen bilden. Das ist im Ernstfalle etwas schwieriger, weil sie natürlich Übungsleiter haben müssen, die zum Teil diese auch große pädagogische Aufgabe übernehmen wollen. Aber viel schwieriger ist es, Übungsleiter zu finden, die zu den Zeiten, also ich sag mal von 13, 14, 15 Uhr schon in der Lage sind, dort die Kooperationen mit Leben zu erfüllen. Also Schulentwicklung ist eines der großen Probleme für die Sportvereine, aber nicht nur für die Sportvereine, das gilt für die Feuerwehren und die Kulturvereine ganz genauso in unserem Land. Man sagt ja auch, dass das Geld nicht mehr so locker sitzt wie noch vor ein paar Jahren. Haben da auch die Sportvereine drunter zu leiden oder sagt man im Gegensatz dazu, man sieht aber, was die Sportvereine leisten und das ist es den meisten Leuten noch wert? Also da muss man sehr differenzieren. Zum einen, man kann sagen, dass die Landespolitik nach wie vor die Sportförderung auf einem sehr, sehr hohen Niveau hält. Das gilt auch für Programme der Sportförderung, der Förderung von Sportstätten und auch bestimmter Projekte im Sport. Aber kommunal ist es sehr, sehr unterschiedlich in Zeiten von Schutzschirmen, in Zeiten von Schuldenbremse und Haushaltskonsolidierung wird an manchen Stellen im Lande Hessen sehr, sehr stark gespart. Dabei auch oft am Sport gespart und ich halte das für einen falschen Weg. Man sollte durch den Sport sparen, aber nicht am Sport sparen. Weil der Sport natürlich auch für die gesellschaftliche Entwicklung sehr, sehr viel beiträgt. Wir machen kurz einen Ausflug an vielleicht das Highlight des Landessportbund Hessens, nämlich die Olympische Ballnacht. Die war jetzt am vergangenen Wochenende. Dort wurden die Sportler und Sportlerinnen des Landes gewählt und der Kollege Carsten Breeck, der war für uns dabei. Bereits zum 13. Mal lodert das olympische Feuer in Wiesbaden bei der Olympischen Ballnacht. Glamour, Akrobatik und viel Prominenz aus Sport und Politik. Die Athleten unter den 2000 Gästen kommen immer wieder gern ins Kurhaus, auch wenn es für manch einen diesmal die Premiere war. Wenn ich ja sagen würde, wäre das nicht die Wahrheit, weil das ist mein erster Ball. Also, und mir hat es sehr gefallen. Also ich hätte nichts dagegen, nochmal zu kommen nächstes Jahr. Es hat mir, wie gesagt, riesen Spaß gemacht. Und ein schöner Rahmen, ein wunderbares Haus, muss man ganz klar sagen. Viele, viele tolle Menschen, interessante Menschen. Es war ein gelungener Abend. Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja wirklich mal schön, mal aus den Trainingsklamotten rauszukommen, sich auch mal ins Ballkleid zu schmeißen. Gerade hier Olympische Ballnacht ist so eine familiäre und auch festliche Atmosphäre und da gehen wir Sportler einfach sehr, sehr gern jedes Jahr hin. Höhepunkt wie jedes Jahr die Wahl zu Hessens Sportler des Jahres. Als beste Mannschaft wurde der erste FFC Frankfurt ausgezeichnet. Der amtierende Vizemeister der Frauenbundesliga holte vergangene Saison den DFB-Pokal und ließ bei der Wahl unter anderem den Lokalmatador, die Volleyballerinnen vom VC Wiesbaden hinter sich. Entsprechend groß auch die Freude beim Trainer. Ja, es ist eine ganz tolle Auszeichnung. Für mich kam es, muss ich ehrlich sagen, auch sehr überraschend. Und wir haben uns auch richtig gefreut heute Abend und auch gefreut, dass wir heute Abend hier sein dürfen, aber dass wir quasi den Titel mit nach Hause nehmen, das ist schon schön und da freue ich mich sehr. Hessische Sportlerin des Jahres wurde die Siebenkämpferin Caroline Schäfer. Die 22-Jährige von der LG Eintracht Frankfurt erreichte mit persönlicher Bestleistung den vierten Platz bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Zürich. Das ist eine sehr, sehr große Auszeichnung. Wir haben super viele gute Sportler in Hessen und dass ich da jetzt als Beste auserkoren wurde von einer Jury, ist eine super Ehre und ich freue mich sehr, sehr darüber. Ja, es war ein Traumjahr, es war wirklich die perfekte Saison. Also gerade Platz 4 bei den Europameisterschaften, letzte Woche noch
Talents, den ersten Platz, internationales großes Meeting gewonnen, stabile Punktzahlen über 6.380 Punkte. Ja, wahnsinnig, großartige Saison. Den Titel als Hessens bester Sportler des Jahres räumte wie bereits im Vorjahr Schwimmer Marco Koch ab. Per Videobotschaft meldete sich der Europameister über 200 Meter Brust vom Weltcup in Hongkong. Seine Mutter nahm die Auszeichnung stellvertretend entgegen. Kochs Trainer Alexander Kreisel konnte dann auch noch die Trophäe für den besten Trainer des Jahres einfahren. Und während sich die Titelträger über ein Preisgeld von insgesamt 5.500 Euro freuen durften, konnte der Landessportbund den gleichen Betrag für die Stiftung Sporthilfe Hessen sammeln. Beste Stimmung also, sowohl beim Veranstalter als auch bei allen Gästen, bis spät in die glamouröse Nacht. Ja, wie zufrieden waren Sie mit dem Abend? Und die indiskrete Frage, wann geht denn ein Präsident an so einem Abend nach Hause? Also fangen wir mit dem Ende an. Wir sind in diesem Jahr um 3:30 nach Hause gegangen. Das ist im Prinzip im Standard der letzten Jahre. Das heißt, also ich bin gern prinzipiell immer dann gern der Letzte bei Feiern und Fäden und das gelingt mir in jedem Jahr auch bei der Olympischen Ballnacht. Und das beantwortet eigentlich, glaube ich, schon Ihre erste Frage. Ich fand es wieder genauso toll und so gemütlich und von einer tollen Atmosphäre geprägt wie in den vergangenen Jahren. Und viele sagen, ihr seid zwar ein relativ kleiner Ball, wenn man es misst am Ball des Sportes oder an anderen, aber so gemütlich und so familiär ist die Atmosphäre sonst bei keinem. Und deswegen haben wir auch ganz, ganz viele prominente wie nicht so prominente Dauergäste, die, glaube ich, von Anfang an dabei sind. Wie stolz oder glücklich sind Sie auch, dass der Sportler des Jahres ein Schwimmer geworden ist? Sie selbst ja früher Schwimmer, selbst mal deutscher Hochschulmeister im Schwimmen gewesen. Ja, das ist schön. Also ich freue mich über jeden Sportler und über jede Sportlerin des Jahres. Oft sind die Ergebnisse auch sehr, sehr knapp. Aber ich glaube, in diesem Jahr war dadurch, dass Marco Koch im Prinzip das Aushängeschild des Deutschen Schwimmverbands im Moment ist, die Entscheidung relativ einfach. Natürlich freue ich mich. Er ist nicht nur Schwimmer, sondern er ist Brustschwimmer. Das ist natürlich im Schwimmsport was ganz Besonderes. Wenn wir jetzt nochmal zu Ihnen zurückzukommen, zu Ihrer Arbeit. Wie schwer ist denn der Spagat in Ihrer Arbeit zwischen dem Breitensport und, wie wir es jetzt beim Ball des Sports auch gesehen haben, und dem Spitzensport? Also der Spagat ist relativ einfach, weil sich beide Sportangebote im Prinzip bedingen. Es fällt kein Weltmeister vom Himmel, sondern er hat angefangen als meistens junger, talentierter Sportler, ist dann oft in die richtigen Hände eines Übungsleiters und Trainers gekommen und hat sich daraus entwickelt. Aber beide Facetten gehören zusammen. Und der überwiegende Teil unserer Sportvereine, Sie haben davon gesprochen, sind knapp 8.000, sind Sportvereine, die im überwiegenden Bereich Breiten, Freizeit und zunehmend auch durch die Alterung der Gesellschaft Gesundheitssport anbieten. Aber das gehört zusammen. Ich kann mir keine Sportentwicklung in einem Land vorstellen, die nicht Leistungssport auch als Vorbildcharakter gerade für Jugendliche hat, die aber im überwiegenden Teil eben Leute hat, die nie auf einem Siegertreppchen stehen, die nie eine Meisterschale in der Hand haben oder die nie in der Bestenliste stehen. Also das beides gehört zusammen. Natürlich sind wir besonders stolz auf unsere hessischen Spitzensportler, das ist ja ganz klar. Das denke ich, kann man auch. Wir wollen gleich noch reden über die Zukunft des Vereinslebens und die Zukunft des Sports in Hessen, machen eine zweite kurze Pause und sind dann gleich wieder für Sie zurück. Gleich geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Jetzt geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Wir sind zurück in der Sportshow und wollen jetzt nochmal über die Zukunft des Vereinslebens in Hessen sprechen. Ja, ganz banal gefragt, wie sieht sie denn aus, die Zukunft der Vereine? Die Zukunft der Vereine sieht
positiv aus, wenn alle Vereine sich auf die neuen gesellschaftlichen Gegebenheiten einstellen. Und den Eindruck habe ich, dass die 8000 Vereine sehr wohl wissen, was sie tun müssen, was sie unternehmen müssen, um weiter und nach wie vor für Mitglieder attraktiv zu sein. Das verändert sich. Der Verein des Jahres 1970 ist kaum noch vergleichbar mit dem Verein des Jahres 2014. Und das haben die meisten, die überwiegende Zahl der Vereine haben das auch erkannt und stellen sich darauf ein. Und ich glaube, bestimmte Tendenzen in unserer Gesellschaft rufen geradezu nach Vereinen. Wir haben nicht nur in großen Städten bereits einen Überhang an Haushalten, in denen nur noch eine Person lebt. Da wäre eine gute Antwort, sich einem Verein anzuschließen, um es ganz klar zu sagen, am Ende nicht sehr, sehr einsam zu sein. Mhm. Wir haben die Entwicklung, dass wir älter, aber fitter werden in diesem Alter. Das bedeutet, wenn Vereine Angebote für ältere Menschen machen im Gesundheitsbereich und auch in Fragen des Freizeitsports, werden sie gute Chancen haben, weiterhin attraktiv zu sein. Also ich mache mir um die Zukunft der Vereine, übrigens nicht nur der Sportvereine, das gilt für andere auch, keine Gedanken. Wie gesagt, man muss sich auf die gesellschaftlichen Anforderungen einstellen, sonst wird es allerdings sehr schwer werden. Das heißt natürlich auch, dass immer mehr Arbeit auch auf die Vereine zukommt. Kann das in Zukunft jeder Verein überhaupt noch bewältigen? Das, was Sie eben ansprechen, ist eines der größten Probleme, da wir nach wie vor ja sehr stolz sind, dass der überwiegende Teil der Vereinsarbeit ehrenamtlich geschieht, glaube ich, dass wir die Zahl der Ehrenamtlichen, die dies auch über einen sehr langen Zeitraum machen, nicht mehr halten können. Wir haben bereits, das ist eine sehr erschreckende Zahl, in den letzten 5 Jahren rund 40.000 ehrenamtliche Mitglieder in den Sportvereinen Hessens verloren, die wir in dieser Quantität zunächst einmal nicht auffangen konnten. Und hier werden in der Tat neue Strukturen in Vereinen, auch Zusammenarbeit, Fusionen von verschiedenen Vereinen notwendig sein und am Ende zumindest ein kleines Stück Hauptamtlichkeit, um die Herausforderungen der Beitragsverwaltung, der Mitgliedsverwaltung und all der Anforderungen, die bürokratischer Art sind und auf die Vereine zukommen, dann absolvieren zu können. Aber das haben viele Vereine schon erkannt und andere praktizieren es schon, da habe ich keine Angst. Und auch der Anspruch an Trainer und Übungsleiter wird natürlich auch immer höher. Ja, es ist vieles nicht mehr selbstverständlich. Das heißt, wir haben heute das schreckliche Wort, aber vor allen Dingen auch den schrecklichen Tatbestand der Kindeswohlgefährdung. Da müssen Trainer und Übungsleiter heute Bescheid wissen, was da an möglichen Gefahren auf die Beteiligten zukommen kann. Wir haben die Frage der Gewaltprävention. Wir haben die Notwendigkeit in unserer sich bunter gestaltenden Gesellschaft, schlicht und einfach Integrationsarbeit zu leisten. Ja. Wir haben jetzt Gott sei Dank sehr spät, aber es ist auch nicht so einfach, vor allen Dingen schon im Bewusstsein, die Frage der Inklusion von behinderten und nicht behinderten Menschen in einem Verein. All dies ist noch nicht selbstverständlich, aber wir arbeiten daran, dass es selbstverständlich wird. Und das heißt im Prinzip, ein Übungsleiter oder ein Trainer muss natürlich in erster Linie die Regeln und Modalitäten seiner Sportart beherrschen. Aber er müsste eigentlich auch Sozialpädagoge sein, er müsste ein Stück Jura studiert haben, er müsste ein Stück Volkswirtschaft studiert haben, vieles andere mehr. Das heißt, Sie haben völlig recht, die Anforderungen an die Einzelnen sind sehr gestiegen. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass wir aufpassen müssen, dass wir uns nicht übernehmen, weil wir ja keine Reparaturgesellschaft für gesellschaftliche Defizite sind, sondern schlicht und einfach Sportvereine. Das ist doch das gelungene Schlusswort. Wir hoffen einfach, dass es weiter das Vereinsleben so blüht, wie es das im Moment tut, und wünsche Ihnen da für Ihre Arbeit weiterhin viel Erfolg. Dankeschön für den Studiobesuch. Liebe Zuschauer, das war's wieder von uns von der Sportshow. Wir sehen uns dann wieder nächsten Montag zur gewohnten Uhrzeit. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Die Sportshow wurde Ihnen präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit.